Ah, ich seh dich. Bremsen, Junge! Bremsen! Oh, lol, du kommst mit dem Schiff. Oh, what the fuck? What the fuck? Lol. Bremsen! Du hast die ganze Station den Arsch gemacht. Ich hoffe nicht die lebenswichtigen Sachen. Ja, eben. Also, wir haben jetzt hier einige Sachen schon. Wie gesagt, hier sind so kleine Schiffe. Eins ist irgendwie mit Raketenwerfern und Waffen. Das andere ist mit einem Bohrer. Und das nächste ist mit so einem Ding, wo man da... Ich geh jetzt später. Brams Schiff hat ein Loch. Ja, aber nicht durch mich. Was hat Peter gemacht? Wie komme ich hier raus? Hilfe. T drücken und dann aus der Luke rausgehen. Wie geht das? Guck mal, das hat voll die Kanonen da oben drauf. Ja, das hat auch voll die Kanone. Christian, kannst du mal eben am Doktor gucken an der Seite? Scheiße, kann man mir immer wieder. Ja, du kannst sonst. Nee, bleib mal so, weil sonst. Oh, geil, das Ding sammelt automatisch. Stopp! Du hast uns gegen den Asteroiden. Stopp! Ja, jetzt bist du dagegen gehauen. Echt? Ja, was kann man an Stopp nicht verstehen? Oh, jetzt hat Sepp eine Delle. Sepp hat eine Delle. Echt? Uiuiui. Nein, mein schönes Auto. Ich hab doch gesagt, stopp, sonst haust du gegen den Asteroiden, weißt du? Sepp fliegt das mal weiter. Boah, ich muss mal was ausprobieren. Okay, so guck aus, mal bitte weiter. Stopp, Sepp, stopp! Erstmal weiter fliegen. Lass es doch einfach stehen. Drauf, ich will da schön richtig Premium dran knallen. Ja, richtig Premium, hast du schon eine Delle reingeflogen. Okay, ich komm mal raus. Aber ist kein Loch. Doch, da ist ein Loch drin. Ey, Mädels, was ihr aber machen könnt, ist die gelben Frachtschiffe auseinanderbauen. Ja, das stimmt, das könnten wir echt mal machen. Ey, wartet mal, Mädels. So. Wir haben doch hier so ein Extruder-Ding. Mädels, fliegt mal das Schiff bitte gleich in den Schredder rein. Ja, mein Inventar. Mädels? Wo meinst du, Sepp ist auf der Arbeit auch so anstrengend? Ja, ohne Spaß. Mädels, mach! Jetzt hier! Sofort! Und jetzt! Wo bist du? Wo bist du? Das habe ich gerade 20 Mal erklärt. Was? Hab ich nicht zugehört. Was ist los? Okay, dann mache ich das halt selber, wenn da keiner von euch da Lust drauf hat. Ich kann mich noch daran erinnern, wie wir bei Peter, als der umgezogen ist, alleine den Tisch da zusammengebaut haben. Alter, wie Sepp da abgegangen ist.